Hallo meine wundervollen Skorpione. Herzlich willkommen zu einer neuen Legung hier und zwar Anfang bis Mitte April 2024. Und ihr seid auch diejenigen, mit denen ich als erstes anfange. Warum? Einfach mal als Dankeschön für eure Aufrufe, Likes, Abos. Ihr seid somit die kontinuierlichsten, die wirklich so richtig coole Unterstützung für mich sind. Und da möchte ich nochmal sagen, Dankeschön, schön, dass es euch gibt. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich freue mich wahnsinnig und deswegen seid ihr die Ersten, die jetzt in diese Legung starten. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen auch auf meinem Kanal, auch für dich, lieber Skorpion. Sprachfindungsstörung, lasst euch nicht daran stören. Wir haben bald wieder Portaltage. Das ist dann normal, gerade für so eine Quatschmaus wie mich. Zwillinge reden ja immer sehr viel. Und da kann es schon mal sein, dass ich mich das eine oder andere Mal verhaspel. Aber wie gesagt, lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Manchmal ist das halt einfach so. Das nennt man dann in meiner Wahrheit Authentizität. Ja, so. Und von dem her möchte ich euch ganz kurz erklären, für die, die jetzt neu sind, was hier auf uns zukommt. Einige werden schon das Tarot sehen und sich freuen. Ja, weil wir haben ja das Tarot für die Hochsensiblen wieder mit am Start. Das habe ich jetzt wieder mal rausgekramt. Das hatten wir jetzt eine Weile nicht mehr. Da werde ich mitarbeiten, aber wir werden zwei Reihen hier bilden. Ja, die erste Reihe ist die erste Woche, die zweite Reihe wird die zweite Woche sein. Es gibt zwei verschiedene Orakelkarten, die werde ich als Überschrift für die jeweils erste und zweite Woche ermischen. Dann werde ich mit dem Tarot arbeiten, werde gucken, was ist denn da Thema. Ja, und klären werde ich das natürlich wieder mit den Lennys. Und ich habe auch wieder die Engelbotschaften mit am Start. Für jede Woche dann eine Engelbotschaft, meine Lieben. Und ich denke mal, dann müsstet ihr ready sein für die nächsten 14 Tage. So. Jetzt müssen wir das ganze Kind mal hier gebären. Oder entbinden. Oder nennt es, wie ihr es wollt. So. Genau, meine Lieben, ich würde sagen, ich bin bereit, ich hoffe ihr auch. Wir starten los. Ich fange an mit den Überschriften hier. Denkt bitte mal daran, dass es Kollektivlegungen sind, ja? Ihr könnt damit nicht unbedingt immer in Resonanz gehen, mal ja, mal nein. Und ihr könnt euch aber trotzdem gerne Mond, Venus, Aszendentzeichen anschauen. Oder euch eine persönliche Legung buchen. Das könnt ihr auch, wie ihr möchtet. Okay? So, für die erste Woche ist die erste Karte. Dann gleich für die erste Woche noch eine zweite Karte. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier richtig hinkriegen. Das ist ja jedes Mal immer so ein bisschen russisch Roulette. Ich glaube, das werden wir noch mal ein bisschen verändern dürfen. Dann gucken wir mal, wie wir da klarkommen hier, meine Lieben. Irgendwie ist es heute alles ein bisschen anders, aber warum? Keine Ahnung. Na, nein. Oh, 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 die Skorpione. Die sind aber aufgeregt. Und die Karten sind auch noch relativ neu. Da kommt einiges zusammen. Ja, mal gucken. Eine Karte. Nee, nicht drei. Eine bitte. So. Dann haben wir die schon mal am Start. Brauchen wir noch eine zweite für die zweite Woche, für den Skorpione, für die Skorpione, für den Skorpion. Merkt ihr schon wieder, wie ich mich hier artikuliere? Das ist ja schon wieder unterirdisch, überirdisch, unterirdisch, unterirdisch. Oh mein Gott, das kann ja heute lustig werden. Die wollte es sein, dann nehmen wir doch die. Ja, ist das hier wieder schön heute. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Meine Lieben, hat jemand eine Idee? Ja, wir machen es so. Ich bin hier schon wieder kreativ unterwegs. Machen wir so? Ja, machen wir so, ne?
Hauptsache, ihr könnt es nachher sehen. Wieso ist denn das heute so? Habe ich schon wieder mein Bild verändert? Ich weiß ja auch nicht, ne? Ich glaube ja. Gut, wir fangen an. Lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir hier? Den Hirschkönig. Okay, die Botschaft lautet für die erste Woche. Du hast alle Unterstützung, die du brauchst. Ey, wow, das ist cool, Leute. Und dann haben wir wehklagender Baum. Versöhnung. Okay, also wehklagender Baum heißt hier, du bist hier also als wehklagender Baum abgebildet. Wir fangen mal mit der zweiten Karte an. Das heißt, du leidest hier aufgrund eines Konfliktes, einer Meinungsverschiedenheit, eines Streites, ja. Und das ist egal mit wem, ja. Da kommt etwas in ein Feld oder ist schon und da ist jetzt in der ersten Aprilwoche haben wir im Übrigen rückläufiger Merkur, ja, haben wir eine Versöhnung ausstehen. Und zwar wird sich hier ein Streit, den du hast, da wirst du alle Unterstützung bekommen, von wem auch immer, ja, und der wird sich hier in Wohlgefallen auflösen. Das ist doch mal eine super schöne Tendenz, lieber Skorpion. So, und dann fangen wir mal an und gucken uns das mal hier mit, wir lassen das so, genau. Und dann gucken wir uns das mit dem Tarot an. Für den Skorpion. Was gibt es hier zu sagen? Das ist mir zu viel. Ich spüre Unruhe ein bisschen bei euch. Aufgeregte, positive Unruhe aufgrund der Versöhnung. Das ist doch schön. Outcome-Karte. Die Outcome-Karte für diese Woche. Da nehmen wir mal die Steine ein bisschen zur Seite, sonst passt das nämlich nicht hin. Die Outcome-Karte für die erste Woche sind 5 der Schwerter. Das passt wieder zu dem Thema der wehklagende Baum, die Versöhnung, ja? Also das heißt, ihr hattet hier, und das ist die Bestätigung, eine Konfliktsituation oder ihr werdet eine Konfliktsituation haben oder beziehungsweise auch wiederum anders gedeutet, dass die Versöhnung, die ich hier bei euch sehe, die beruht daher, dass es hier einen Konflikt gab, ja, und dass jetzt in der ersten Woche da ein bisschen Ruhe reinkommt. Das ist gut. Also da kommt Versöhnung rein, möchte ich sagen, ja. Meine Lieben, was haben wir denn hier? Ja, man geht neue Wege. 6 der Schwerter. 6 der Schwerter ist, du hast ein neues Ziel. Man versöhnt sich hier, man spricht sich aus und geht hier gemeinsam neue Wege. Dies tut man hier auf sehr direkte Art und Weise. Auch hier habe ich 2-mal die Schwertenergie drin. Ja. Wir haben hier einen König der Münzen, da sehe ich dich. Und zwar sehe ich dich da mit Bedacht. Ein König der Münzen ist immer auf Sicherheit basierend. Es kann eine Diskussion über Finanzen gewesen sein. Ja, es kann aber auch sein, dass du sagst, okay, ich habe neue Ziele, ich gehe da auch direkt vor, aber das muss auch auf Sicherheit basierend sein, ja. Und du wirst dich auch in dieser Zeit ein Stück weit zurückziehen. Mit viel der Münzen sagst du auch nicht alles. So nach dem Motto, ja, gebranntes Kind scheut das Feuer. Also du bist trotz alledem sehr vorsichtig, du bist trotz alledem sehr achtsam. Und sagst, ich muss mich trotz alledem von dem Ganzen erholen. Ja? Du brauchst Zeit, Skorpion, um über diese Thematik nachzudenken. Das ist hier letztendlich auch noch nicht wirklich vom Tisch. Du versuchst und du wirst auch neue Wege gehen. Also du gibst demjenigen auch nochmal eine Möglichkeit. Ich sehe trotz alledem immer wieder, dass du dir nicht mehr in den Raum
zu sehr in deinen Raum treten lässt. Also du wirst deinen Raum behalten. Und du bist sehr, sehr überlegend und bedächtig und bist auch sehr vorsichtig in dem, was du in Zukunft sagst. Ja, wir haben hier die Reise. Wir haben hier aber auch Sehnsüchte. Sehnsüchte, endlich neue Wege gehen zu können, sich auf dem Weg machen, sich eine Auszeit zu nehmen. Auch das habe ich hier drin. Ja, auch das ist im Feld. Du folgst deinen Sehnsüchten. Das bedeutet 6 der Schwerter. Das direkte Vorangehen ist mit Erfolg gekrönt, also lasse dich davon nicht abbringen, sondern nehme ruhig diese Energie auf, nehme sie an und gehe deinen Weg. Ich muss mal die Karten, meine Lieben, ein bisschen höher schieben, sonst kriegen wir das später nicht hin. So, also, wie gesagt, du wirst erfolgreich direkt vorangehen. Das direkte Vorangehen ist auch symbolisiert durch den Erfolg, ihr Lieben, ja. Und ihr werdet es definitiv so direkt umsetzen, aber trotz alledem seid ihr vorsichtig und werdet kein Risiko mehr eingehen. Ein König der Münzen ist immer auf Sicherheit basierend, ist die Finanzenergie, ist die bodenständige, langsamste Energie und da geht man kein Risiko ein. Man ist sehr annehmlich. Es kann für einige auch wirklich sein, dass ihr hier mit einem Vater ein Thema habt. Ja? Der Bär kann eine Vaterfigur sein, lieber Skorpion. Ja, der kann dich aber auch als Stärke symbolisieren, indem du sagst, ich rege mich jetzt nicht mehr auf über die Geschehnisse, was da passiert ist, sondern ich verändere einfach mein Sein, indem ich für mich zur Ruhe komme. Vielleicht bist du ja auch ein Skorpion im Sternzeichen Skorpion, aber Aszendent. Erdzeichen, ja, dann je nachdem wie alt du bist, kommt dann dein Aszendent mehr hoch, ja. Die andere Variante ist, wie gesagt, dass du sagst, okay, ich habe daraus gelernt und es bringt mich nicht weiter, mich hier aufzuregen, ja, sondern ich bleibe einfach bei mir. Auch das symbolisiert den König der Münzen und natürlich kann auch der König der Münzen die gegenüberliegende Person sein und der Bär steht auch als vorgesetzter Vaterfigur, ja, je nachdem. Ne? Und da geht man erfolgreich, geht man lösungsorientiert seinen Weg weiter. Für einige wird es auch sein, dass ihr euch sicherlich versöhnen werdet, aber ihr geht getrennte Wege. Auch das sehe ich hier. Sich eine Auszeit nehmen, getrennte Wege in den Erfolg gehen, ja, das kann es hier sehr gut sein. Ja, also es ist immer bei jedem etwas unterschiedlich, lieber Skorpion, weil ja jeder ein anderes Thema mit sich bringt. Ja. So, die 4 der Münzen möchte ich auch gleich nochmal klären. Du bekommst im Rückzug, den du hier erfolgreich absolvieren wirst, bekommst du definitiv die Klarheit, die du brauchst und dieser Konflikt, den du hier hast in der ersten Woche, der in die Vollendung geht, der hat sehr und wird auch sehr an dir nagen und hat oder wird, ist beides die richtige Zeitform, weil egal ob im Nachgang oder aktuell, ja, nagt es an dir, es macht etwas mit dir, also dieser Konflikt hier, ja, der lässt dich nicht, wie sagt man, unbeschadet davongehen. Also auf der Seelenebene wirst du schon die ein oder andere Schwierigkeit haben mit der ganzen Situation. Trotz alledem ist es wichtig, in die Versöhnung zu gehen, was du tun wirst. Aber du darfst entscheiden, ob du, wie gesagt, getrennte Wege gehst oder ob du sagst, du nimmst dir eine Auszeit. Ja, egal was du tust, es ist auf jeden Fall erfolgsgekrönt. Du wirst erfolgreich direkt in den Erfolg gehen. Gelernt wirst du auf jeden Fall haben, entweder in der Ruhe liegt die Kraft oder aber, dass du hier ein Thema mit dem Vater oder Vorgesetzten hast,
Auch ein Vorgesetzter kann einen Vater widerspiegeln, ja, eine dominante, starke Person. Und da darfst du was daraus lernen. Wunderschön ist in der ersten Woche zu sehen, dass du die Klarheit und Wunscherfüllung leben wirst, die Klarheit bekommen wirst im Rückzug und die Wunscherfüllung letztendlich in den Rückzug zu gehen. Ja? Obwohl hier dieser Konflikt an dir nagt, aber du wirst größer und stärker nach der ersten Woche da rausgehen. Ich möchte ganz gerne, weil es ja doch eine relativ schwere Energie ist, lieber Skorpion. Und wie gesagt, Merkur rückläufig ist auch nicht unbedingt einfach. Kommunikationsschwierigkeiten ist ein großes Thema und das symbolisierst du hier hervorragend. Ja? Und da fragen wir jetzt nochmal die Engel, was die Engel dazu zu sagen haben. Genau. Und in Bezug auf die Klärung, das ist wieder das, was ich hier hatte. Und zwar, du hast alle Unterstützung, die du brauchst. Ist wichtig, dass du weißt, bitte um Hilfe. Ja? Also wenn andere nicht wissen, dass du mit jemandem Schwierigkeiten hier hast, ja, dann kann dir auch nicht geholfen werden. Wissen darfst du, dass du alle Möglichkeiten hast. Ja, bitte ruhig andere um Hilfe, dann wird dir gegeben. Ne? Den Spruch kennt ihr. Also bitte, lieber Skorpion, werde dahingehend aktiv und hole dir die Hilfe, die du brauchst, denn es ist wichtig für dich. Ja? So, jetzt haben wir die zweite Woche. Heiliger Gral, die Liebe trägt dich. Wunderbar. Das kann sein, dass dein Partner, mit dem du zusammen bist, oder eine dritte Person, mit der du sehr verbunden bist, sie dich trägt. Ich habe hier aber auch eventuell einen Neuanfang in der Liebe. Und dann haben wir Netze auswerfen. Vorbereitung zahlt sich aus. Also, hier ist ganz wichtig, dass man auch ins Gespräch mit dritten Personen geht, dass man die Sache vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive sieht. Ja, wir haben hier wieder die 6, 42. Die 6 sage ich deswegen, weil wir hatten hier die 6 der Schwerter. Wir haben hier übrigens 33 die 6, auch nochmal die 3 ist wichtig. Also, schaut mal bitte, bei mir blendet es leider ein bisschen, aber ihr seht selber, Zahlen, die sich doppeln und spiegeln, ja, das sind immer Botschaften der Engel. Und da könnt ihr auch was mit anfangen oder das könnte für euch eine Bedeutung haben, ja. So, also, wie gesagt, wir haben hier die zweite Woche, da haben wir die Liebe im Vordergrund stehen. Entweder, dass dein Partner dich mit unterstützt, dass er dich mit gemeinsam ihr euch auf jemanden euch vorbereitet oder auf eine Situation ihr euch vorbereitet. Es ist heute ein bisschen schwierig mit meinem Sprachschatz, merkt ihr das? Aber ich versuche dahingehend ein bisschen die Ruhe zu bewahren. So, und meine Deko hier nicht zu ramponieren. Meine Lieben, also, Vorbereitung zahlt sich aus. Das heißt, im Bereich der Liebe kann es sein, dass du jemanden kennenlernst oder dass du ein tolles Erlebnis haben wirst mit deinem Gegenüber. Liebe ist da, wo wir herkommen. Ja, die bedingungslose Liebe, das ist ein ganz wichtiger, ist eine ganz wichtige Energie, ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben die 2 der Stäbe. Die 2 der Stäbe ist die Stagnation. Das ist die Zeit, wo sie dir den Raum geben, dich vorzubereiten, lieber Skorpion, auf einen direkten Neuanfang. Also Vorbereitung zahlt sich aus. Das heißt, du müsstest in der zweiten Woche wissen, dass hier etwas auf dich zukommt, etwas Neues. Es möchte sich etwas Neues hier in deinem Leben manifestieren. Ja, es möchte da etwas Neues kommen. Das ist ja spannend hier. Aber das werden wir gleich mal ergründen, was das sein kann. Wir sind nämlich nicht wenig neugierig. Und dem gehen wir gleich mal auf den Grund. So, dann haben wir den Pagen der Schwerter. Es ist etwas, was du hier, so sieht es mir aus, Neues lernen wirst. Ein Neuanfang, wo du zum Beispiel eine neue Ausbildung machst. Lernen ist immer gut. Wo du eine Chance bekommst, um etwas Neues zu kreieren, etwas dein Wissen zu erweitern. Ja? Schwertenergie ist immer Gedankengut. Das heißt also, die Bibliothek, es könnte eine neue Ausbildung sein, es könnte ein neuer Lehrgang sein, es könnte neues Wissen sein, was du hier, lieber Skorpion, lernen wirst. Man wird deinen Horizont erweitern, wenn du es zulässt.
damit du hier aus einer Stagnation rauskommst. Oder aber du hast darauf gewartet, das ist auch nochmal spannend, dass man dir eine Zusage gibt, Studium, Schule, Ausbildung, was auch immer. Ja, das kann es hier auch sein. Also die zweite Woche im April wird ganz viel mit Lernen, mit Wissen, mit Wissenserweiterung sein. Und das könnte etwas sein, was dich hier erstmal ein bisschen, wie soll ich sagen, 10 der Stäbe, was dich unheimlich belastet. Ja? Es könnte aber auch sein, das kriege ich auch gerade rein für einige, dass ihr hier, wenn es hier um eine Arbeitsstelle zum Beispiel ging oder gehen wird in der ersten Woche, dass ihr hier getrennte Wege geht und du dann aber dich zeitnah woanders beworben hast. Ja, und aufgrund dessen wirst du hier eine neue Lernaufgabe annehmen. Und das ist etwas, was dich erstmal sehr belastet, beziehungsweise auch die Belastung aus dem vorherigen könnten sich hier auch nochmal widerspiegeln. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und die Outcome-Karte ist, es geht aber um deine Freude, um die Stabilität, um das wieder feiern können, das Rausgehen, das wieder mit anderen Leuten zusammen sein. Gleichgesinntes gesellt sich gern mit Gleichem, meine Lieben. Ja, auch das sehe ich hier. So, die zwei der Stäbe. Da gucken wir mal rein. Zwei der Stäbe. Die Stagnation oder das Nichtwissen, schaffe ich das nicht? Du hast hier ein Geldthema. Ja, ein Geldthema oder und auch ein Gefühlsthema. So nach dem Motto, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das schaffe. Ja, und ihr seht schon, wie oft ich hier bei euch diesmal die Karten korrigieren darf. Das ist auch ein bisschen spooky. Das gehört aber auch dazu, weil ich nehme ja alle Einflüsse von außen immer mit ins Boot, meine Lieben. Das wisst ihr. Und hier geht es teilweise wirklich, so sagen sie mir, um Korrektur. Also überlege dir, der Weg, den du bis dato gegangen bist, war der richtig, war der gut? Ja? Und natürlich gibt es kein richtig und kein falsch, aber für dich immer noch eine Möglichkeit, um zu korrigieren. Und das ist doch schon mal sehr wertvoll. Ja? Also hier geht es um das Fühlen in einer Situation. Wie gehe ich da am besten voran? Hier geht es darum, um zu überlegen, und das ist halt die Energie, schaffe ich das auch finanziell gesehen? Ja, wenn ich jetzt hier etwas Neues anfange. Ich habe hier die Schlange und die Schlange ist in Bezug auf das Ass der Schwerter, kann es eine Person sein, die dir was anbietet, die es nicht so gut mit dir meint. Da fühlst du bitte rein, inwiefern du sagst, ja, das Angebot ist toll, das ist in Ordnung, oder du sagst, nee, ist es nicht, dann würde ich das eher ablehnen. Es ist auch eine Situation, wo man eventuell in Bezug auf Neuverträge, Neubeginne, nochmal die Verträge checkt und dann auf Umwegen dann in diese Ausbildung, Arbeitsstelle reingeht. Also hier geht es auch nochmal um ein bisschen Stagnation, um Korrektur. Auch das ist eine Situation, die dich hier sehr belasten könnte, weil du sehr nervös bist und so nach dem Motto, ich brauche die Arbeit, ich brauche die Ausbildung, sonst stehe ich auf der Straße. Also da haben wir hier auch nochmal etwas, wo du dich zurückziehen wirst, um nochmal zu überlegen, ist es wirklich das Richtige, was ich hier vorhabe. Also du wirst hier, so auf gut Deutsch, du wirst hier vom Universum geprüft, ob du wirklich im göttlichen Urvertrauen bist. Und das wirst du rausfinden, indem du dich zurückziehst in den Turm. Ja? Aber auch fürs Lernen ist es ganz wichtig in dieser Situation, dass du dich da zurückziehst. Ja? Du wirst dir die Ruhe nehmen, um nachzudenken, um zu lernen. Und es geht hier darum, dass du lernen darfst, auch mit zwischenmenschlichen Geschichten besser umzugehen. Also eine Beziehung, entweder deine Beziehung oder eine Beziehung mit deinen Mitmenschen, wird dich hier auch sehr belasten. Das sehe ich hier auch. Und dass dir das Stabilität gibt und Sicherheit siehst du noch nicht.
Also du bist hier ein Stück weit, lieber Skorpion, bist du schon blockiert. Das darf ich dir schon sagen. Ja? Aber es geht hier in meiner Wahrheit, so wie ich es hier so mitkriege, um dein göttliches Urvertrauen. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass man dich so ein bisschen ins kalte Wasser stupsen möchte. So nach dem Motto, mal sehen, inwiefern dieser Prozess, das Neue, was hier zu dir kommen will, dass deine Beziehung aushält. Wie gesagt, Heiliger Gral, ja, die Liebe trägt dich, bedeutet aber auch, dass du genau das Gegengesetzte, dass du das glaubst. So nach dem Motto, ich war ja immer zu Hause, habe mich um den Haushalt und die Kinder gekümmert. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und jetzt kommt die Antwort der Engel. Kein Grund zur Sorge. Also Skorpion ist mal wieder wunderbar in der Manifestation, was auch immer ich jetzt gerade sagen wollte, in der Manifestation und du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Also du hast hier in der zweiten Woche, lieber Skorpion, hast du etwas auf dem Zettel, wo du dir umsonst Gedanken machst. Also wenn du hier eine Chance kriegst, Neuanfang, neue Verträge, etwas, wo du was lernen kannst, was Neues, eine neue Arbeitsstelle, wo du auch Geld verdienen kannst, dann tu das. Ja, mach dir natürlich Gedanken, eventuell wird das ein oder andere nochmal korrigiert, deswegen auf Umwege. Und du wirst auch für das Lernen, wenn es was Neues ist, oder aber auch für die Entscheidung, was werde ich jetzt tun oder nicht, wirst du dich zurückziehen. Ja, und deine größte Sorge ist letztendlich, nur, dass deine Beziehung, die du hast, ob die das aushält. Ein Teil von euch Skorpionen sind schon in einer sehr, sehr belastenden Beziehung. Ja, ich meine, klar, wenn wir hier oben mal gucken, ja, was wir hier für Themen haben, Vaterthema, ja, Dominanzthema, ja, du bist ja nicht, also du bist kein unbeschriebenes Blatt in dem Sinne, Skorpion. Du bringst schon ein Stück weit Kummer und Sorgen, bringst du schon von der ersten in die zweite Woche mit. Natürlich färbt sich das auch, und das ist normal, auf die Beziehung ab. Du siehst aber letztendlich auch gar nicht, wie stabil du bist. Trotz den Konflikten sehe ich hier einen sehr stabilen Skorpion. Ja? Ich möchte das trotzdem gerne nochmal zusammenfassen. Also, nochmal, du hast die Hilfe, die du brauchst. Du darfst drum bitten, und das ist mit in der ersten Woche eine Riesenaufgabe für dich, Skorpion, in Bezug auf eine Versöhnung. Ja? Lass ein bisschen Liebe in diese Situationen fließen und bereite dich gut auf die Dinge vor, denn es gibt keinen Grund zur Sorge. So, dann haben wir hier das neue Vorangehen, zielorientiertes Vorangehen, entweder Ausland, Reise, Kurzurlaub oder einfach mal den Impuls der Seele folgen, und da stagnierst du, weil Skorpion darf wieder eintauchen, ja, das ist deine Materie, in die Tiefen der Meere, um dann letztendlich direkt voranzugehen, lösungsorientiert voranzugehen. Durch dieses Vorangehen sehe ich hier aber auch eine super tolle Chance, die auf Umwegen auf dich zukommt oder durch eine weibliche Schlange, ja, da ein bisschen aufpassen, aber alles gut. Dann habe ich dich hier drin als König der Münzen. Also du wirst hier kein Risiko eingehen, das ist klar. Ne? Familie, Sicherheit geht vor. Aber es ist hier entweder ein Thema mit Dominanz, was hier im Vordergrund liegt, oder aber auch, du darfst verstehen, dass dich dieses Vorangehen größer und stärker macht. Ja, so, es ist etwas Neues, was du lernst. Und ja, da wirst du dich erstmal wieder ein Stück weit zurückziehen und wirst drüber nachdenken, mache ich das nicht, ja. So, hier geht es aber auch nochmal wiederum eine Rückzugskarte, um sich wirklich bewusst zu werden, was sind meine Ziele, Wünsche, Träume, ja, die Klarheit zu bekommen, warum du denkst, dass deine Beziehung, die du hast, ob zwischenmenschlich oder mit deinem Partner, warum die so belastend ist oder so belastet ist, also beides, ne, dass die belastend ist oder sie belastet ist, ja. Das ist nochmal wichtig zu reflektieren. Was ich dir sagen kann, ist natürlich, das ist der Konflikt, den du hast, was an dir martert, da kannst du nicht locker fromm, fröhlich, frei sein. Das ist aber deine Herausforderung. Also trotz der äußeren Einflüsse, die Stabilität wiederzubekommen, mehr Freude zu leben, sich mit anderen Menschen zu treffen, glücklich zu sein, ja, und auch aus einer Zitrone eine Limonade zu machen,
Das ist das, was wichtig ist. Seht ihr, ich habe mich schon wieder versprochen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich mache trotzdem weiter. Und das ist das, was ich euch symbolisieren soll. Also einfach weitermachen, auch wenn ihr nicht seht, wohin. Aber manchmal ist es ja so, dass die Schöpfung von euch möchte, dass ihr in Vorkasse geht, meine Lieben. Und das ist ein Prozess, der richtig, richtig wichtig ist für euch. Ja? So, meine Lieben, aber ich habe noch gar keine Abschlusskarte. Und da muss ich euch jetzt mal... Da muss ich mal gucken, was ich da für euch nehme. Was nehmen wir denn? Ach, nehmen wir mal hier die Erzengel. Wir nehmen nochmal die Erzengel. Dann schauen wir mal, was die zu sagen haben. Dann nehmen wir die. Für die Skorpione von Anfang bis Mitte April. Oh, was haben wir denn hier? Sieht nach Liebe aus. Jawohl. Das ist der Erzengel Haniel. Es geht um die Liebe. Seht ihr? Du bist geliebt, bereit, deine Arme. Erzengel Haniel. Du bist geliebt, breite deine Arme aus und empfange den Segen der bedingungslosen Liebe. Ja, hier geht es aber auch ein Stück weit um die Selbstliebe. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich habe es verdient, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Ja, und das ist genau das, was jetzt hier Thema ist. Also Selbstliebe und Liebe. Also wie sehr liebst du dich selbst? Wenn du dich selber liebst, kannst du auch Liebe weitergeben. Und das ist so ein Thema, weil dann haben wir hier die 10 der Stäbe mit dem Ring. Bedeutet auch, hier könnte es Knatsch in der Liebe geben. Hier könnte es aber auch sein, dass du Schwierigkeiten hast, Liebe anzunehmen oder Liebe zu geben. Und das ist ein Thema, was dich mit begleiten kann in den kommenden 14 Tagen. Und da geht es auch um die Versöhnung. Und das ganze Thema kann aber auch, muss kein Arbeitgeber sein, kann auch mit deinem Partner zu tun haben, der sehr dominant ist, sehr stark ist, ja, und wo es hier schon in der ersten Woche um eine Versöhnung geht. Also schaut mal, wie ihr damit in Resonanz geht. Wie gesagt, kann beruflich sein, kann aber auch privat sein. Ne? Würde sich, sage ich mal, in der Liebe widerspiegeln mit der zweiten Woche, können aber auch völlig verschiedene Themen sein. Wichtig ist für dich, bitte andere um Hilfe, ja, und habe keinen Grund zur Sorge. Ja, die sind überflüssig. In diesem Sinne, lieber Skorpion, ist ganz schön viel, aber macht nichts. Ich wünsche euch, ja, seht mal, über eine halbe Stunde schon. Ich wünsche euch ganz viel Licht und Liebe. Habt eine schöne erste Aprilzeit. Ja, wir sagen die ersten 14 Tage. Wer gerne Unterstützung haben möchte, ihr findet mich einmal unten in die Infobox schauen. Da steht alles. Ich habe wieder tolle Angebote im April. Ja. Und danke nochmal als Erinnerung für dein Abo. Freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn du mich unterstützt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut. Tschüss.